Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spellforce 2 Shadow Wars. Ja, wir durchbrechen gerade die Belagerung, die wir schon ein paar Mal durchbrochen haben. Nein. Sie blockieren die Brücke. Wir müssen durchbrechen. Der Bereich ist sicher. Los, weiter. Oh, das war knapper als mir lieb ist. Woher kamen die Orks? Ich habe die da vorne gesehen, aber... Diese Orks gerade eben, die habe ich echt nicht gesehen. Ja, das war knapp. Hui. Dort Stellung beziehen. So knapp hatte ich es noch nie. Mir passt es nicht, dass sie keinerlei Bonus auf Lebensregeneration hat. Mana-Regeneration, Eisresistenz, Projektilresistenz plus 10. Ja, also, dann muss ich halt so angreifen. Schalten wir mal zuerst diesen Level 6 Grunzer aus. Los, verlieren wir nicht noch mehr Zeit! Diese Biegung da vorne ist wie geschaffen für einen Hinterhalt. Hm. Wir müssen diese Biegung sichern, bevor die Packpferde dorthin vorrücken können. Was immer ihr sagt, edler Ritter. Sieht doch gleich viel besser aus für ihn. Zwar nur Eisresistenz, aber trotzdem. Nee, was er da anhat, ist schon viel besser. Ja, in diesem Spiel ist es... von Sachen. Die hat mir Ihr habt euch gut geschlagen, Shai Khan. Momentan anhaben. Ja. Schützen! Da, auf den Hängen. Macht sie nieder, bevor unsere Packpferde in Reichweite sind. Thank you.
Bereich ist sicher. Los, weiter. Ganz ehrlich, hier ist nichts und ich suche jedes Mal hier, ob da was ist. Die Orks greifen an. Helf den Stadtwachen. Volkmar, das ist einer der wenigen Momente, in dem ich sogar dir zustimme. Und weiter geht's zum Tor. Die Truppen kommen auch. Was bringt ihr uns Gutes, Falkmar? Brot, Bier und Stahl. Alles, was das Soldatenherz begehrt, Helga. Und diese zwei hier. Eine Dunkelelfe. Und ihr seid? Ein Gesandter der Shaikan. Ich muss Magister Matrikus sprechen. Ihr findet ihn oben bei der Burg. Shaikan. Ein bisschen unbeliebt. Magister Matrikus? Vom Orden des Erwachens? In Fleisch und Blut. Ich bringe Kunde von der Festung der Shaikan in den Eisenfeldern. Eine Armee aus Dunkelelfen und Schatten steht vor unseren Toren. Wir brauchen die Hilfe der Hohen Mark und des Ordens. Ich bringe dieses Schreiben von Baron Ortbrand aus Norimar. Schatten? Vielleicht versuchen die Clans deshalb ihn zu befreien. Magister, Cedric ist gefallen. Unsere Truppen sind in Aufruhr. Der Clan wird jeden Moment angreifen. Na, supi. Mein letzter Ritter ist gefallen. Ihr da, Shaikan. Stimmt es, was Ortbrand hier schreibt? Ihr seid ein guter Anführer? Brauchbar. Sei es drum, ihr bleibt keine andere Wahl. Ihr bekommt das Kommando über die Truppen des Ordens. Unser Heerlager liegt östlich der Stadt. Übernehmt den Befehl und verteidigt Lyraine. Vernichtet die Angreifer, wenn ihr könnt. Und noch etwas. Es gibt ein Dorf in der Nähe mit Namen Connach. Es ist schutzlos. Wir haben dort einen der großen Schamanen des Clans gefangen. Ihr solltet verhindern, dass die Orks ihn befreien. So sieht's aus. So. Ich bin jedes Mal beeindruckt, dass egal wo ich hinkomme, sie immer ohne Schmiede auskommen. Als ob es das Normalste auf der Welt wäre, dass man Soldaten ohne Waffen bekommt.
Oder herstellen kann, nennen wir es so. Vorwärts! Wir beeilen uns hier so gut wie es geht, also so gut wie es geht. Wir beeilen uns hier, so um das Ganze so schnell wie möglich abzuschließen und, ja. Das ist nicht gut. Bauen wir schon mal Truppen, so viele wie wir kriegen können. Wir werden sie brauchen. Vor allem, je mehr Truppen wir haben, desto schneller können wir das Orklager zerstören. Desto weniger oft müssen wir den Ansturm wiederholen. Aber davon haben wir noch keinen. Ja, bauen wir hier einen. Schick mal nach da oben. Die kommt dahin. Die fallen da raus. Davon kriegen wir jetzt zwei mehr. So. Ah, die sollten mich zeigen, die reichen. Halt, ich hab ganz vergessen, dass es hier schon diese Einheiten gibt. Dass wir hier ja Paladine bauen können. Und davon muss ich unbedingt 3, 4 mitnehmen. Weil Paladine können aus unseren Toten Geistersoldaten machen, die für ein paar Minuten mit unseren Truppen kämpfen. Das ist praktisch Recycling von unseren Truppen, auch wenn sie danach wieder sterben.
nach relativ kurzer Zeit, aber trotzdem, das ist, gibt uns einen gewaltigen Bonus. Dort Stellung beziehen. So, Ordenshaus wird gebaut, dann bauen wir davon 4 Stück und dann... schauen wir mal zu, wie weit wir da kommen. Seid ihr? Na, fast fertig. Zur Nadel. Reichen, oder? Ja, nehmen wir 5 mit und dann machen wir davon noch ein paar. Nee, die sparen wir uns für die hier. Und die sollen, während wir da oben sind, was ganz anderes machen. Ich habe zwar keine Ahnung, ob das klappt, aber probieren geht ja immer. Das ist jetzt noch nicht so geplant. Na gut, eigentlich war es ja schon so geplant, dass sie hier angreifen sollten. Allerdings wollte ich etwas warten. Und dann etwas später erst dahin gehen. Na gut, jetzt ist es halt etwas früher als geplant. Ja.
Schamane macht gutes Damage. Aber kein Problem, wir kommen hier durch. Da ist die Burg. Nach hier. So, und jetzt schicken wir da... ein paar davon. Ja. Wir vernichten einfach mal hier hinten schon mal ein paar Sachen. Und jetzt konzentrieren Sie sich bitte mal auf die Schamanen. So, und unsere nachgeschickten Truppen hier ziehen auch mal ein bisschen weiter vor. Die schickt man wieder nach da oben. Und jetzt beenden wir den Chief Tong erstmal. Unterbrechen wir hier. Vielleicht war das doch eine schlechte Idee, die ohne die Helden da angreifen zu lassen. Naja, unterbrechen wir jetzt erstmal hier hinten ihre Versorgung mit den nötigen Silber, dann
können sie uns keine neuen Einheiten. Moment. Ah, das ist schon Hedwigs Stab. Ja, auf einen Hals setzt. Och, shit. Verdammt. Jungs, könnt ihr nicht mal aufhören, ständig die ganzen Dings zu triggern. Das ist... Sieben, 18 Stück haben sie jetzt immerhin schon mal zusammen. Bauen wir hier drei Stück. Und ihr baut mir bitte einen neuen Bauernhof, damit wir ein paar Einheiten mehr kriegen können. Ah, zerstören wir hier mal die Channel, dann die uns wenigstens gar nicht. Ah, vorher den Schuss, die verbesserte Orgerweiterung. Was hat das? Ah, nur die Orgerweiterung bisher. Oder? Ja, und plötzlich, ja, die Orgerweiterung. Zerstört die Türme. Ab jetzt ist das euer Lebenszweck. Reißt die Türme der Gegner ein, damit... damit die nächste Welle von Angreifern besser durchkommt.
und während die hier beschäftigt sind, kümmern die uns. Hier macht die Arena Platz, damit gar keine mehr kommen. Der Säge Hunger. Woher kommt der jetzt? Wurden wohl wieder von den Dings aufgefressen. Von den Bären. Ah, was soll's. Der ist aber ziemlich unsterblich. Oder sind meine Truppen so schwach? Na, schicken wir mal ein bisschen. Bisschen mehr Bumm. Mal schauen, ob wir jetzt diesen nervigen Schiefkampf da endlich loswerden können. Chief Time des Eisensturms, nicht Chief Time. Und ja, wir sind ihn endlich los. Göttlich auf der Urenergie. Batterieaufladefähigkeit rein. Wieso kommen da immer noch welche? Die Einrichtung ist zerstört. Naja, warum auch immer dann noch welche nachkommen. Wir bauen jetzt erstmal ein paar Ponys. Die hier müssen reichen. Ihr kümmert euch gar nicht um die, sondern geht hier gleich zu den Bauernhöfen. Haben wir eigentlich was Neues gehört? Doch. Das hatten wir vorher nicht.
Und jetzt schicken wir unsere Truppen hier erstmal auf der Karte ein bisschen rum, weil wenn wir das Lager dort oben endgültig zerstört haben, dann verlieren wir meistens die Kontrolle über unsere Truppen. Und das wäre in diesem Fall hier nicht so cool. Weil ich möchte jetzt ein bisschen... Ja, man könnte cheaten sagen, wenn es nicht jeder machen könnte. Aber eigentlich ist es cheaten. Müssten hier nicht irgendwie, keine Ahnung, Tiere oder sowas sein? Vielleicht eine Truhe oder so? Egal, greifen wir jetzt mal die Einheiten an, die hier unten stehen. Und da bauen wir ein paar Ersatzreiter für die, die da oben gleich sterben werden. Familie Braunbär. Und eine Höfholzfamilie. Bauen wir es hier oben mal ein bisschen so aus, als ob es unser Lager wäre. Einfach just for fun. Oh Gott, wie lange spiele ich jetzt schon an dieser Karte? Ich habe keine Ahnung. Na, wir machen das noch fertig, dann mache ich daraus eine Episode und dann lade ich das hoch. Ist auf jeden Fall besser als das, was ich vorher hochgeladen hatte. Kleine Siedlung. Ein Zelt als Siedlung. Oh, das kann ich nicht sagen. Also entweder waren ihre Getränke hier nicht besonders gut oder ihre Suppe ist etwas schädlich, so wie die da rumliegen. So, mal schauen. Oh, ein Bogen. Na, den geben wir den Helm. Dann haben unsere anderen Einheiten etwas Nahenfreiheit, Kriegskunst. Nee, das brauchen wir dann nicht.
auch wenn wir da weniger Leben haben, behalte ich sie trotzdem gerade eben an, dass ich ihn trotzdem die Rüstung tragen, die er gerade hat. Nee, das ist nicht besser. Ganz hat den einfachen Grund, da er dadurch eine höhere Regeneration von seinem Leben hat. Ja, den Jungs sind die Steine ausgegangen. Schicken wir jetzt die Bohren das zum Arbeiten hin. So, wir parken jetzt mal unsere Reiter da und hoffen, dass die dort bleiben, während wir unsere Truppen nach da unten schicken. Und hier jetzt mal den Ork-Aufstand niederschlagen. Oder das Lager? Die Belagerung? Egal was, es steht uns im Weg. Deswegen räumen wir es mal weg. Während der hier das letzte... Ich glaube, das ist... Und die beiden hier sind die letzten Ork-Gebäude. Während die sie hier wegrollen. Sieht so aus, als ob wir hier oben doch noch eine Garnison irgendwie zusammenkriegen werden. Die Clans sind vertrieben. Ihr habt gesiegt. Benutzt den Reisestein in der Stadt, um zu mir zurückzukehren. Das machen wir auch gleich, aber vorher würde ich gerne noch die Burg hier fertig bauen. Und die Einheiten stationiere ich dann drüben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass eh alle wieder gleich verschwinden werden, aber das sieht dann wenigstens besser aus.
kommt dann Ordens, Entschuldigung, Ordenshaus noch und dann ach, ich suche mir immer so viele Ausflüchte, warum ich jetzt noch nicht fertig machen kann. Ach, das war's jetzt. Sag ich doch Ausflüchte. Das haben wir, einen Bauernhof haben wir, aber jetzt warten wir darauf nicht mehr. Wir sprechen mit Maktikus. Ihr, Shaikan, seid in der Tat große Feldherren. Hm. Ihr sagtet, eure Heimat wird angegriffen. Ja. Von einem Pakt aus Dunkelelfen und Schatten. Diese Norkane wird bestätigen, was ich sage. Hm. Der Baron von Norimar sandte uns zu euch. Wird der Orden uns helfen? Natürlich. Auf jeden Fall. Wenn die Schatten wirklich ein dauerhaftes Bündnis mit den Norkane eingegangen sind, muss der Orden handeln. Wir müssen etwas finden, mit dem wir die Schatten sichtbar machen können. Sonst ist jeder Krieg gegen sie aussichtslos. Ich gebe euch ein Schreiben für den König. Aber ihr werdet in Siebenburg kaum Hilfe bekommen. Eine Seuche lähmt das Heer des Königs seit Wochen. Ihr braucht mehr als die Menschen, Freund. Ihr braucht die alten Völker. Die Elfen? Und die Zwerge. Aber die Portale in ihre Lande haben ihre Magie verloren und sind verfallen. Wenn ihr dorthin reisen wollt, braucht ihr einen Portalstein, um ihnen die Magie zurückzugeben. Im Norden von Lichtwasser steht die alte Ruine eines unserer Ordenshäuser. Dort müsste solch ein Stein zu finden sein. Folgt der Straße aus Lyrain nach Norden, sucht in der Ruine nach dem Portalstein und reist dann weiter nach Siebenburg zum König. Das sind da, wo wir vorhin unsere Reiter platziert haben. Warum glaubt ihr, dass ich den Portalstein brauche? Es gibt Berichte über Portale, die schwächer werden. Manche sind sogar ganz verloschen. Dann wären diese Inseln abgeschnitten. Ja, denn die Elementsee mit Schiffen zu befahren ist unmöglich. Deshalb solltet ihr den Portalstein mitnehmen. Sollte eines der Portale auf eurem Weg erloschen sein, könnt ihr es damit wieder erwecken. Aber was ist, wenn alle Portale erlöschen? Ja, diese Frage beschäftigt nicht nur uns beide. Lasst mich euch um etwas bitten. In den Ruinen des Ordenshauses sind noch allerlei alte Schriften zu finden. Und hoffentlich auch 4 Folianten über die Portalmagie. Geschrieben von Rowan selbst. Wenn ihr in den Ruinen seid, haltet nach den 4 Folianten Ausschau. Wenn ihr sie findet, bringt sie zu Magister Askan im Ordenshaus in Siebenburg. Er kennt die Portalmagie am besten. Ihr habt euch gut geschlagen, Shaikan. Ich hoffe nur, wir verlieren jetzt keine weitere Zeit. Gegen die Armee des Pakts waren diese Orks ein Kinderspiel. Ja. Und genau wie ich es mir gedacht habe, alle Truppen sind verschwunden. Leider auch jene, die ich hier oben platziert hatte, beziehungsweise hier platziert hatte, damit sie die beiden angreifen. Aber unser Drachenfeuerreisestein. Der ist noch da. Und wie es die Oni nie so will, haben wir hier wieder ein paar Untote. Der Feind von gerade eben, den wir in Norimar bekämpft haben, ist praktisch wieder zurück. Ich glaube, die Burg von... Doch, das war Norimar. Folian Nummer 1. Ein paar... Holt sie ein! Thank you.
nieder! So, Nummer 2 haben wir auch gesichert. Nun geht's zu Nummer 3. Ich wollte echt, ich hätte gerade mehr zu sagen, aber ich habe nicht wirklich was zu reden. Zumindest über diese Sachen hier kann man relativ schlecht reden. Auf jeden Fall dieser Rohan, das ist ein Magier des Zirkels und um den geht's in Spellforce. Ich glaube, wie heißt das? Rise of the Phoenix, glaube ich. Auf jeden Fall gibt es vor Spellforce 2, 3 andere Spellforce-Teile, die um Runenmagie und um diese geschaffenen Portale gehen. So. Wir haben hier zwangsläufig bei Weltmagie wieder was reinwerfen müssen, weil wir bei der göttlichen Magie nicht vorwärts gekommen sind. Ihr habt euren Portalstein. Nun weiter zum König. Nicht so. Mit dem Typen müssen wir reden wegen den Mündeln. Dann gibt es wieder ein paar Erfahrungspunkte. Ihr habt unser schönes Städtchen gerettet. Ich danke euch. Wie zur Zeiten der ehernen Falka. Dieser Mut, diese Entschlossenheit. Reden wir mal wegen der Falken. Waren die ehernen Falken wirklich so heldenhaft? Ja. Die Truppen in Norimar waren nur gewöhnliche Soldaten. Auch richtig. Ach, heute sind die Falken normale Kämpfer. Aber damals, damals waren sie gewaltige Krieger, von den Göttern selbst ausgewählt und in prächtige Panzer gekleidet. Prächtige Panzer? Fragt am besten den Schmied Berengar. Er ist so etwas wie ein Fachmann, was die Falkenrüstung angeht. Er lebt gewöhnlich in dem Dorf Konach im Südosten. Ich könnte mir vorstellen, dass er nach dem Ende der Angriffe wieder dorthin zurückgekehrt ist. So, und jetzt wegen der Mündel? Wenn ihr Alvin seid, dann habe ich einen Brief eurer Kinder aus Norimar für euch. Es geht Ihnen gut. Oh, danke. In diesen unruhigen Zeiten weiß man ja nie. Ich wollte schon selbst nach Norimar und nach Ihnen sehen. Hatte mir schon eine richtige Rüstung gekauft für diese Reise. Die brauche ich jetzt nicht mehr. Nehmt sie als Lohn mit doppeltem Dank. Mir passt sie ohnehin nicht so sonderlich. Ja? Die ist besser als meine. Was hat der Typ da im Angebot? Sonst versuchen wir schnell das Geld zusammenzukriegen. Wie? Nee. Könnte der sie tragen? Ja, aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Nee, die ist nicht gut. Die ist nicht besser als die, die wir schon haben. Reden wir mit denen und dann ziehen wir nochmal hier runter, um zwei Quests abzuschließen. Beziehungsweise zwei Quests anzunehmen. Den er dran hat, der ist besser. Und ich meine wirklich besser. Aha. Dann bekommt sie ihn.
36. Den brauchen wir auch nicht. Kommt schon, machen wir uns nicht zum Schrott-Sammler. Hier schmeißen wir Zeug raus, das wir nicht brauchen. Bei den Ringen und den Sachen hier, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, weil später kriegen wir noch jemanden, der die eventuell brauchen könnte. Dann lasse ich die schon mal dahin gehen und reise selbst nach Connach, um mit Bernegard zu reden. Bernegard. So. Wer ist dieser Kerl, der dort kniet? Leto Grau. Seiner Familie hat das alles hier gehört. Die waren sozusagen die Besitzer von Connach und Lyraine. Steinreich. Vor einigen Tagen haben sie alles verschenkt und sind verschwunden. Bis auf Leto. Wir bekommen nichts aus dem Haus. Fragt ihn ruhig, wenn ihr mehr wissen wollt. Ja, das machen wir, weil damit erhalten wir eine neue Quest. Seid ihr der Schmied, der so viel über die Rüstung der ehernen Falken weiß? Allerdings. Prächtige Arbeiten, diese Rüstungen. So. Könnt ihr mir so eine Rüstung fertigen? Selbst die ehernen Falken von heute können das nicht mehr. Alles, was uns bleibt, ist die alten Stücke zu studieren. Ich hatte mal eine Lederrüstung der Speer der Falken. Wunderbare Arbeit. Sie sollte sogar an der Universität untersucht werden, aber die Lieferung wurde nahe dem Portal nach Siebenburg überfallen. Seitdem ist das schöne Stück verschwunden. Gut animiert. So, reden wir mit Leto? Was wünscht ihr? Was ist mit euch? Warum trauert ihr? Gute Frage. Ich nehme Abschied. Das Ende der Grau steht bevor. Die anderen sind bereits zum Tor der Schwerter aufgebrochen. In der Hoffnung, dass er uns dort nicht findet. Ich teile diese Hoffnung nicht. Aber ich werde das Ende mit ihnen gemeinsam erleben. Mhm. So. Prunkvolle Haube der Genauigkeit und Schützenhaube der Hypnotisten. Oder des Hypnotisten? Die bringen mehr Mana ein. Aber diese Rüstung ist besser als die, die wir gerade anhaben. Und unsere war besser als die, die wir Leila gerade gegeben haben. Also ändern wir das doch gleich. Irgendwie ungewohnt Mana-Raub drin zu haben, aber noch nicht Lebensraub. Drehlein Level 4, so gut wie Mauser Level 30. Schuft. Jetzt habe ich dich. Vorsicht, Kollege. Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Reichen? Exzellent. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Was, Kollege? Jupp. Nun schaut nicht so dämlich. Das steht einem Genie nicht. 4 Iridium-Geoden und ein Mondglas. Da wäre ich nie drauf gekommen. Oh, es geht wieder los. Leb wohl und danke.
Das war einer der größten Alchemisten und Wissenschaftler von Spellforce übrigens. Ich danke euch, ja. Und weg ist er. Und den werden wir noch öfters treffen. Seid gewarnt. So, nur Schuldschein. Ich habe nur diesen Schuldschein, keine Rüstung. Scheinbar hat der Besitzer dieses Scheins die Rüstung bereits versetzt. Und zwar an den Professor Undergant der Universität in Siedenburg. Ein starkes Stück. Der arme Undergant weiß sicher nicht, was er da hat. Geht nur hin und erklärt ihm, dass er Diebesgut in seinem Museum ausstellt. Hm. Gut. So, damit wäre diese Karte abgeschlossen. Wir sehen uns dann alle beim nächsten Mal in Siedenburg. Bis dann.